Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video über meine ganzen Steelbooks. Ein Abonnent hatte gefragt, ob ich darüber nicht auch mal ein Video machen kann. Und hier seht ihr es. Als erstes meine etwas eher untypischen Steelbooks. Da habe ich einmal dann der unglaubliche Hulk. Das ist jetzt eine ganz normale Steelbook-Edition mit zwei DVDs, also keine Blu-ray. Und mein einziges Debug von einem Spiel ist Assassin's Creed 3. Ja, wenn wir jetzt mit den Disney-Filmen anfangen, dann haben wir hier zum einen Findet Nemo. Was sehr schön aussieht. Dann von Disney Pixar Die Unglaublichen. Was richtig schön krass rot ist. Und dann das Steelbook von Thor. Das war auch die Edition zusammen mit dem Helm von Thor. Und hält auch die 3D-Version. Dann Captain America, The First Avenger. Und das Iron Man und Iron Man 2 Doppel-Steelbook. Sowie das Avengers-Steelbook. Mit dem Shield-Logo hinten. Ja, dann habe ich außerdem noch, ich glaube, das war Mediamarkt exklusiv, das Transformers Dark of the Moon Steelbook. Dann das Steelbook von dem schönen Fantasy-Film Der Sternwanderer. Sehr schön glänzt. Dann das Debut zu Fanboys. Und die schöne Romantikkomödie, wenn Liebe so einfach wäre. Ja auch schon in einem anderen Video gezeigt hatte, genauso wie das Monster Uni Steelbook. Und dann noch eine Comic-Verfilmung Watchmen, die Wächter. Sowie The Amazing Spider-Man. Das war auch die Edition zusammen mit einer Spider-Man-Figur. Und zum Schluss das Steelbook von Hugo Cabret. Das war auch die Edition zusammen mit einer Armbanduhr. Und so einer Box, wo das Ganze dann drin war. Ja, zum Schluss seht ihr nochmal die ganzen Filme in meinem Regal zusammen mit den Steelbooks. Vor allem die ganzen Disney-Filme plus ein paar Special Editions. Und das war es soweit von meiner Steelbook-Sammlung. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Sammeln.